Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Yoga mit Nicole. Heute habe ich eine Balance-Einheit für euch, Balancen im Stehen. Und dein Fokus sollte heute ganz besonders darin liegen, die Bewegungen sehr langsam auszuführen, sehr bewusst und bedacht die Bewegungen auszuführen und vor allem auch die Balancen ganz stabil zu halten. Es geht heute nicht um Schnelligkeit, sondern es geht heute um Konzentration und um Genauigkeit. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Einheit. Wenn die Balancen heute nicht so gut klappen sollten, dann mach dir bitte nichts draus. Probier es beim nächsten Mal wieder. Generell gilt, wenn du eine harte Unterlage hast, klappen Balancehaltungen besser als auf weichem Boden. Ich bin heute im Wald. Der Boden ist sehr, sehr weich. Und ich bin gespannt, wie die Balancen heute bei mir klappen werden. Lasst uns beginnen. Wir starten im Stehen. In Tadasana und dazu stell einmal deine Füße hüftbreit auf deine Unterlage. Die Arme sind neben deinem Körper, Handinnenflächen nach vorne gedreht. Dein Kinn parallel zum Boden. Und dann schließe einmal deine Augen. Nehme ganz bewusst den Kontakt deiner Fußsohlen mit der Erde unter dir wahr. Spüre die Gewichtsverteilung deines Körpers auf deinen Füßen und aktiviere deinen gesamten Fuß. Halte dich mit deinen Fußzehen im Boden fest. Zieh das Fußinnengewölbe ganz leicht nach oben. Aktiviere Padabandha, den Fußverschluss. Vertiefe ganz sanft deinen Atem und ich lade dich ein, dir vorzustellen, wie du mit deinem Einatmen Ruhe und Gelassenheit in dich aufnimmst und wie du mit dem Ausatmen jegliche Unruhe und den Stress des Alltags von dir abgibst. Letzter Atemzug so. Und dann löse dich, locker dich. Sehr gut. Komme in etwa in die vordere Hälfte deiner Matte und steige mit dem linken Fuß einen großen Schritt, einen großen Schritt nach hinten. Deine hintere Ferse ist gehoben, das rechte Bein gebeugt. Du kannst den Schritt so groß machen, wie du möchtest, aber auch so klein, wie du möchtest. Ziehe deine Arme nach oben, dein Oberkörper ist in einer leichten Rückbeuge, die Handinnenflächen schauen zueinander. Dein Kinn ist parallel zum Boden und wenn du dich heute ganz besonders herausfordern möchtest, dann schließe sanft deine Augen. Der rechte Fuß greift bewusst in den Boden, hält dich hier gut fest. Du kannst auch deinen Blick nach oben nehmen, das erschwert auch die Balance. Noch zwei Atemzüge hier. Und dann nehme einmal deine Arme nach unten, greife hinter deinem Rücken deine Unterarme. Wir strecken das rechte Bein aus. Mit der nächsten Einatmung zieh den Oberkörper in die Länge und dann lehne den Oberkörper nach vorne über das rechte Bein. Schiebe dein Brustbein nach vorne, dein Rücken ist ganz gerade, tendenziell die rechte Hüfte ein bisschen zurück, die linke ein bisschen vor. Aktiviere den rechten Oberschenkel. Der rechte Fuß greift in den Boden, hält dich fest. Letzter Atemzug. Und mit der nächsten Einatmung komm wieder nach oben zurück.
Löse deine Arme auf, beuge das rechte Bein ein bisschen, verlage dein Gewicht nach vorne zum rechten Bein und wir nehmen die Arme zur Hilfe. Ich muss ein bisschen zurück auf der Matte. Wir nehmen die Arme zur Hilfe und ganz konzentriert komm nach vorne in die Balance auf das rechte Bein, das linke hebt ab. Flexe deinen Fuß, nimm die Hände entweder vor dem Herzen zusammen oder sie ziehen nach hinten in die Beinrichtung. Oberkörper und linkes Bein sind eine Linie. Vollkommen egal, wie tief du jetzt kommst. Achtung, ganz langsam hebe das linke Knie nach oben. Die Arme ziehen mit einmal so hoch du kannst. Und dann lege den linken Fuß über dem rechten Knie ab und beuge das rechte Bein. Wir nehmen die Hände wieder in Anjali Mudra vor dem Oberkörper zusammen. Der Oberkörper ist in einer sanften Rückbeuge. Sei gut konzentriert, halte einen Punkt mit den Augen fest. Wenn du möchtest, kannst du hier bleiben oder die Hände noch zum Boden nehmen. Noch 3 Atemzüge. Und zum Auflösen wieder langsam hoch, linkes Knie hochziehen und den Fuß aufstellen. Einmal die Hüfte lockern und wieder in Tadasana kommen. Die Füße hüftbreit. Ganz bewusst auf dem Boden stehen. Und wir steigen mit dem rechten Fuß nach hinten. Rechte Ferse ist gehoben. Wir nehmen die Arme wieder nach oben. Und du bist in einer leichten Rückbeuge. Dein Kinn parallel zum Boden. Augen entweder geschlossen oder Blick gehoben. Noch 3 Atemzüge. Und dann nehme die Arme nach unten, greife deine Unterarme. Wir strecken das linke Bein aus. Die rechte Ferse muss den Boden nicht berühren. Mit der Einatmung zieh den Oberkörper wieder in die Länge und dann lehne dich nach vorne über das linke Bein. Schieb die linke Hüfte ein bisschen zurück, die rechte ein bisschen vor. Aktiviere den Oberschenkel. Der Oberkörper ist dein Brett. Halte dich fest mit deinem Fuß. Noch 3 Atemzüge. Mit der Einatmung komme wieder nach oben, löse die Arme auf, beuge das linke Bein und mit ein bisschen Schwung und voller Konzentration komm nach vorne in die Balance auf Krieger 3. Rechtes Bein hebt ab, die Arme entweder nach hinten zum Bein gezogen oder in Anjali Mudra vor dem Herzen zusammen. Rechter Fuß ist geflext. Auch hier noch 3 Atemzüge. Und Achtung, voller Konzentration, zieh das rechte Knie jetzt nach vorne oben, so hoch du kannst. Leg den rechten Fuß über dem linken Knie ab und beuge das linke Bein. Oberkörper aufgerichtet in einer leichten Rückbeuge. Wenn du magst, nimm die Hände zum Boden. Das linke Bein kannst du auch noch stärker beugen. Rechter Fuß bleibt geflext. Noch 3 Atemzüge. Und einatmen, wieder nach oben, zieh dein Knie so hoch du kannst und
Tadasana aus. Hüfte lockern, alles lösen. Wunderbar. Komm einmal nach unten in den Fersensitz oder auch gerne in eine andere Sitzvariante. Schließe deine Augen, nimm die Hände wie eine Schale in den Schoß. Spüre für einen Moment nach. Schenke dir ein warmes Lächeln und nimm die Hände in Anjali Mudra vor dem Herzen zusammen. Sei dankbar dafür, dass du dir heute Zeit genommen hast für deine Yoga-Praxis. Namaste. Vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast. Ich hoffe, du bist nicht zu sehr aus der Balance gekommen, fühlst dich jetzt etwas ausgeglichener und auch ein bisschen ruhiger. Diese Kombination aus diesen Haltungen kannst du natürlich auch öfters hintereinander praktizieren und kannst diese auch in eine Art Flow einbauen, in Verbindung mit dem Atemzug. Machst die Bewegungen schneller, kombinierst die Bewegungen schneller miteinander, hast aber weniger den Fokus auf diese kraftvolle, langsame Ausführung dieser Balancehaltungen. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Wenn ja, lass einen Daumen hoch da und auch gerne einen Kommentar. Unterstützt mich. Alles für den Algorithmus, ihr wisst Bescheid. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Wir sehen uns das nächste Mal wieder auf der Matte. Bis bald. Ciao, ciao.